Heute wird's rustikal. Es gibt Schweinekoteletts. Schön mediterran aus dem Ofen. Dazu eine Kartoffelspargelpfanne und einen Tomatensalat. Das Schweinekotelett, das vergleiche ich ja immer so ein bisschen mit dem Entrecot beim Rind. Es ist ein bisschen durchwachsener, es ist aber auch saftiger, weil so ein Schweinelachs, so nennt man ja diesen ausgelösten Rücken, der sieht meistens immer so ein bisschen trocken aus und so schmeckt er dann auch. Auf jeden Fall würze ich die jetzt vorher mal eben. Ich brate die jetzt auch nacheinander an, weil wenn man zu viel Fleisch auf einmal in die Pfanne tut, dann kühlt die Pfanne zu schnell runter und meist suppt das Fleisch dann so ein bisschen aus. Pfeffern tue ich auch erst später, weil Pfeffer verbrennt mir immer zu schnell in der Pfanne, wenn ich schön scharf anbrate. Während das Fleisch jetzt brät, schneide ich schon mal ein paar Tomaten klein. Ja, und was soll ich sagen? Also Tomaten, das ist wirklich das Lieblingsgemüse der Deutschen. Und es gibt im EU-Sortenkatalog alleine über 1000 Sorten, also schon wirklich verrückt. Und man findet ja auch mittlerweile in den Supermärkten immer mehr diese bunten Tomaten. Da gibt es gelbe auch und so richtig schön dunkelgrüne. Und die schmecken wirklich alle anders. Also man kann die wirklich mal ausprobieren und peppt dadurch natürlich auch einen Tomatensalat unheimlich auf. Zitronenzeste drauf, einen Saft noch dazu und Salz und Pfeffer die Tomaten mal eben. Und die gehen gleich ja mit dem Fleisch zusammen in den Ofen. Die Tomaten, die kommen jetzt hier unten in diese Auflaufform rein. Und dann wird schön das Fleisch da drauf gebettet. Ja, Kräuter sind ja gerade in der mediterranen Küche nicht wegzudenken. Nur wie kauft man Kräuter? Also ich würde die nicht in meinem Plastik kaufen, sondern es macht bei manchen Kräutern wirklich Sinn, einen Topf zu kaufen, wie bei Thymian, Oregano oder Rosmarin. Die sind nicht so empfindlich, die halten das ganze Jahr entweder auf dem Balkon oder halt auch in der Wohnung. Und man muss die nur immer regelmäßig wirklich zurückschneiden, damit die nicht holzig werden. So, den Ofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 160 Grad und das geht jetzt so ungefähr, ich würde mal sagen, knapp 20 Minuten in den Ofen rein. Ich gucke aber schon mal eher nach 15 Minuten. Jetzt machen wir so eine schöne Kartoffel-Spargelpfanne. Ich habe hier jetzt mal diese rotschaligen Kartoffeln. Die sind auch meist innen so wirklich schön gelb, sind sehr lecker. Und die brate ich jetzt roh einfach in der Pfanne an. Das geht ganz gut, wenn man sie nämlich hinterher mit Deckel gart, dass die noch mal so ein bisschen in dem eigenen Saft dann schmoren. Den Spargel, den schäle ich nur unten jetzt eben, weil der oben schon wirklich sehr, sehr zart ist. Also meine Nummer eins ist immer noch der weiße Spargel. Aber ich esse ab und zu auch mal wirklich gerne den grünen Spargel. Der ist sehr gesund, weil er enthält diesen Pflanzenfarbstoff, dieses Chlorophyll. Weil er halt, wenn man sich so einen Spargeldamm anguckt, der wächst oberhalb. Also der weiße wächst ja unter der Erde, der andere oben, kriegt also viel Sonne ab. Und ich finde, der ist auch sehr schön würzig. Also grüner Spargel ist auch toll. Jetzt nehme ich mir so eine dicke Gemüsezwiebel hier. Die schneide ich jetzt mal so in halbe Ringe. So, jetzt schaue ich mir mal die Kartoffeln an. Da merkt man jetzt, die haben schon so richtig schön gerade Wasser gelassen. Die sind jetzt schon fast gar. Da kommt jetzt einfach der Spargel und die Zwiebeln oben drauf. Boah, das wird richtig lecker. Ich habe ja jetzt gerade ein bisschen Zeit, das schmort. Das Kotelett ist auch noch nicht fertig. Also mache ich noch mal so einen ganz schnellen Tomatensalat. Ich finde, gerade wenn auch Saison ist und wirklich man so viel Vielfalt hat, dann sollte man auch wirklich möglichst viel Tomaten essen. Und was ich da noch dazu mache, ist eine rote Zwiebel. Aber ich will nicht, dass sie so scharf wird. Also ich möchte nicht, dass die Zwiebel mehr so den Tomatengeschmack verdirbt. Und deshalb blanchiere ich die noch mal kurz. Und so ein kleiner Trick noch hier, gerade bei roten Zwiebeln, weil die verlieren ja schnell an Farbe, einfach ein bisschen Essig mit reingeben. Dann hat es einfach hinterher eine schönere Farbe. Wunderbar. So, und hier rühren wir jetzt einfach ein kleines Dressing an. Ich nehme nicht nur Olivenöl, weil das kann so ein bisschen zu intensiv dann werden. So, deshalb Schuss Rapsöl, Schuss Olivenöl. So, dann natürlich Pfeffer und Salz. Also ich finde Tomaten und Pfeffer, das muss einfach immer sein. We'll be right back.
das rühre ich jetzt mal schön durch, damit die Zwiebeln auch noch mal so ein bisschen Hitze bekommen vom Boden. So, oh, das riecht schon so toll. Wunderbar, dann können wir jetzt anrichten. Fertig ist unser mediterranes Schweinekotelett, kann man schon fast sagen Sommerkotelett jetzt. Es liegt nicht schwer im Magen, es ist nicht paniert, es ist nicht frittiert. Wir haben ein schönes warmes Tomatengemüse und einen Tomatensalat und dazu noch die Kartoffelspargelpfanne. Ganz viel Spaß beim Nachkochen. Ich will das jetzt erstmal probieren.